Willkommen bei Gartenfernsehen. Nach unserem Film über das Heckenpflanzen sind wir wieder hier auf der Baustelle eines neu entstehenden Gartens im Hamburger Osten. Das Mikro hat der Gestalter des Gartens, Sören von Hörschelmann. Wir haben hier Trockenmauerwerk aus Sandstein. Das ist die Handelsgröße M1 bis M2. Das bedeutet, es sind relativ kleine Steine. Und diese hier sind im Steinbruch gebrochen worden und auf Paletten zu uns auf die Baustelle geliefert worden. Und aus diesen Steinen bauen wir jetzt dieses regelmäßige Schichtenmauerwerk. Das ist ein regelmäßiges Schichtenmauerwerk deswegen, weil wir hier durchlaufende gleich hohe Steine haben. Das heißt, diese Lagerfuge, die hier quer horizontal läuft, die ist überall durchgehend. Wichtig ist bei so einem Mauerwerk, dass wir diese Stoßfugen, die zwischen den Steinen sind, die senkrechten Fugen, mit denen die einzelnen Steine aneinander stoßen in einer Reihe, dass die immer versetzt sind und wir keine Kreuzfugen da reinbekommen. Das heißt, in zwei Reihen dürfen diese Stoßfugen nicht übereinander liegen. Das hat mit der ganzen Stabilität der Technik des Trockenmauerbaus zu tun. Das heißt, so eine Trockenmauer hält ja eigentlich nur dadurch, dass sie sich ineinander verkeilt. Die ganzen Steine sitzen aufeinander, drücken mit ihrem Gewicht aufeinander. Und normalerweise, wenn wir jetzt eine höhere Mauer hier hätten, dann müsste diese ganze Mauer auch ein bisschen nach hinten gekippt werden und dadurch sich ein bisschen in diese Böschung, die sie ja abfangen soll, reinlehnen. Trockenmauerwerk bedeutet, dass wir hier zwischen den Steinen keinen Mörtel oder keinen Beton haben. Wir arbeiten lediglich mit einem Schotterfundament. Da werden die Fundamentsteine reingesetzt. Und dann wird jede Reihe aufeinander gesetzt und verkeilt, beziehungsweise so hingekeilt, dass sie richtig drin sitzt mit der Ansichtfläche. Und dahinter kommt nachher eine Schotterschicht, die dem Ganzen nochmal eine extra Stabilität gibt. Dann haben wir vom Format der Steine her unterschiedliche natürlich, ein bisschen schmalere und welche, die weiter nach hinten in den Hang reinragen. Und die sind es nachher, die zusammen mit dem dahinter gefüllten Schotter dem Ganzen nochmal eine extra Stabilität geben, dadurch, dass der Stein dann in der Böschung drin sitzt. Die Steine, wenn sie auf die Baustelle ankommen für ein Trockenmauerwerk, sind alle unterschiedlich groß und unterschiedlich geformt. Das heißt, man muss daraus jetzt ein Mauerwerk schaffen, das in sich gleich groß ist. Wenn man ein regelmäßiges Schichtmauerwerk hat wie hier, haben wir da natürlich die Aufgabe, möglichst die gleich großen Steine zueinander zu finden. Das ist ein recht langwieriger Prozess und bedeutet auch, dass man jeden einzelnen Stein behauen muss von Hand. Wie man hier sieht, hat man sehr unregelmäßige Ränder. Das heißt, so etwas muss man nachher mit dem Stemmeisen begradigen, sodass man rundumlaufend einen mehr oder weniger quaderförmigen Grundriss hat. Und dann sollte man noch aufpassen, dass man im hinteren Bereich, alles was nachher im Hang drin ist, dass das ein bisschen schmaler ist als die Vorderseite. Denn das Einkeilen nachher, das Unterkeilen geht leicht, aber schwierig wird es, wenn man die nächste Schicht auf einen Stein raufsetzen möchte, der hinten überbaut und dadurch dann immer den Stein, den man drauflegt, zum Kippeln bringt. So, dass man dann jeden einzelnen Stein behaut, immer wieder in das Mauerwerk einpasst und wieder rausnimmt, korrigiert und wieder einpasst, bis er zum Schluss dann wirklich passt an der Stelle, an der man sie haben will. Wir haben hier überall das gleiche Material, Sandsteinmaterial, das aus Burgpreppach kommt, also Burgpreppacher Sandstein. Man sieht hier Treppenelemente, deren Oberfläche geschliffen ist. Das heißt, sie ist rutschhemmend, denn ansonsten ist die Gefahr zu groß, dass man bei nassem Wetter und vielleicht bei Algenbesatz ausrutscht auf diesen Steinen. Dann neben dieser Treppe sieht man hier im Bau befindlich das Trockenmauerwerk, ein regelmäßiges Schichtenmauerwerk. Und anschließend eine weitere Treppe, die halt den nächsten Zugang zum oberen Gartenteil bildet. Auf etwas weiter sehen wir eine Terrasse, die gerade gebaut wird, aus demselben Material. Das sind Platten, die aus aufgeschnittenen Rohblöcken gewonnen sind und die hier wie ein großes Puzzle zusammengelegt werden. Die Fugen haben wir bewusst etwas größer gelassen hier,
Sie sind auch unregelmäßig, so wie die Steine und die Rohblöcke ursprünglich mal waren. Das sieht man hier an dieser Kante ganz schön. Das heißt, dieses war eine Außenkante des Rohblocks. Der ist dann halt so aus dem Sandsteinbruch gekommen und in die Steinsäge gelegt worden. Und aus diesem Rohblock sind dann die Platten geschnitten worden. Diese Terrasse ist aufgebaut, obwohl das so große, unregelmäßige Platten sind, wie jede andere Terrasse eigentlich auch. Wir haben hier als unterste Schicht auf dem ausgehobenen und verdichteten Boden eine Tragschicht aus Schotter. Und auf dieser Tragschicht befindet sich die sogenannte Ausgleichsschicht hier aus Edelsplit. Der bewirkt, dass da keine Ameisen drin sind und man kann sehr, sehr gut ihn abziehen und glatt machen, sogenannte Feinplanum herstellen, um nachher die Platten reinzulegen. Wie ein großes Puzzle zusammengesetzt. Das ist nicht ganz einfach. Diese etwas bruchrauen Kanten sind nicht alle gleich. Das heißt, die Fugen sind nicht alle in einer Flucht, sodass man dort wirklich darauf achten muss, dass eine Plattenreihe zu der vorherigen passt, vom Fugenverlauf her. Ja, hier passt es am Ende wunderbar und wir freuen uns darauf, den Garten auch in seinem weiteren Entstehen zu begleiten und bald natürlich auch in fertigem Glanz zu sehen. Hier in einem hübschen Vorort von Hamburg.